Immer wieder lesen und hören wir von der BDO-WM und der PDC-WM. Aber warum gibt es eigentlich zwei Verbände und zwei Weltmeisterschaften? Was führte dazu, dass erst eine Handvoll und später dann immer mehr Spieler vom weltgrößten Dartsverband der BDO zur PDC wechselten? Im Verlauf des Videos werdet ihr immer wieder von zwei Personen und mehreren Verbänden hören. Zum einen drehte sich vieles um den Gründer der BDO, Ollie Croft, und seine Frau Lorna. Auf der anderen Seite geht es um Tommy Cox, den ehemaligen Manager von Phil Taylor und späteren Tournament Director der PDC. Und zum anderen um die Verbände BDO, die British Darts Organization, die in England die verschiedenen Counties unter sich hat, die World Darts Federation, die ihrerseits wiederum alle Verbände der einzelnen Länder in sich vereint, und schlussendlich die PDC, die jedem Darts-Fan rund um die Welt ein Begriff sein sollte. Dieses kleine Grundwissen ist nötig, um ein wenig die Zusammenhänge zu verstehen. Wichtig ist auch zu verstehen, dass in jedem Krieg, und wir reden hier von Krieg, oder jeder Schlacht, der Sieger die Geschichte schreibt. Da die PDC aus heutiger Sicht wohl als Sieger dieses Kampfes hervorgegangen ist, stützen sich viele Aussagen und Schilderungen auch auf Interviews und Darstellungen dieses Verbandes. Kommen wir zuerst zum BDO-Chef Ollie Croft, der 1973 eine der größten Sportorganisationen Großbritanniens gegründet hat und über zwei Jahrzehnte leitete. Ab dieser Zeit hat er Millionen von Pfund an Sponsoring generiert, Darts ins TV gebracht und wurde dabei zu einem der mächtigsten Männer im Darts. Immer an seiner Seite seine Frau Lorna, die mit ihm tagtäglich das Projekt BDO leitete. Ollie Croft hat in den frühen 70ern schnell erkannt, wie gut Darts sich vermarkten lässt und welche Faszination der Sport auf die Menschen ausübt. Damals fanden bereits die News of the World Championships im Londoner Alexandra Palace statt und banden Zehntausende in der Halle und Millionen vor den TV-Schirmen. Ollie und Lorna Croft machten es sich zur Lebensaufgabe, Darts groß zu machen, nachdem sie immer wieder in ihrem heimischen Pub beobachten konnten, wie gespannt die Leute zusahen, wenn ein Darts-Match ausgetragen wurde. Nachdem sich also im Januar 1973 die BDO gegründet hatte und quasi unter Alleinherrschaft der Crofts stand, vergrößerte sie sich rasant und breitete sich über alle britischen Counties aus. Es wurden regionale und nationale Turniere veranstaltet, die bis heute gut besucht sind. 1976 schloss man sich noch der neu gegründeten World Darts Federation an und war somit auch im internationalen Darts-Geschehen vertreten. Der Darts-Hype in England begann und sollte ungeahnte Höhen erreichen. 1974 fanden bereits die ersten Winmore World Masters statt, eines der prestigeträchtigsten Turniere der Darts-Welt. In den späten 70er Jahren wurden diese dann auch erstmals zusammen mit der WDF organisiert und erhielten somit internationale Bedeutung. 1977 gewann ein junger Mann namens Eric Bristow dieses Turnier zum ersten Mal und schloss da bereits eine enge Freundschaft mit den Crofts. Diese erkannten sofort, welches Juwel der Dartsport plötzlich hatte. Er war nicht der typische, dickbäuchige Pappspieler. Er war jung, attraktiv und bis dahin das größte Talent, das die Dartswelt gesehen hatte. Beide profitierten von dieser Freundschaft. Die Crofts hatten einen Superstar, der für sie Darts groß machen würde, und Eric hatte durch die wachsende Popularität des Sports die Möglichkeit, sehr viel Geld mit seinem Talent zu machen. Die Crofts organisierten hochdotierte Turniere und Veranstaltungen aller Art, und Bristow kam zu einer nicht unbeträchtlichen Summe an Geld und an einem Promi-Status. 1978 fand die erste BDO-Weltmeisterschaft statt, die der Waliser Leighton Rees gewann. Doch weder er noch im darauffolgenden Jahr John Lowe konnten den Status eines Eric Bristow jemals erreichen. Bristow verlor übrigens sein erstes WM-Match mit einem 74er Average gegen den US-Amerikaner Conrad Daniels. 1980 gewann Bristow seinen ersten WM-Titel und Darts war in den folgenden Jahren plötzlich nicht mehr aufzuhalten. Immer mehr TV-Turniere, mehr Preisgeld und man sah sich, was Zuschauerzahlen angeht, plötzlich in Konkurrenz mit Fußball. Es waren goldene Jahre. TV-Sender und Zuschauer konnten nicht genug bekommen von Darts. Spieler wie Jockey Wilson, Keith Deller, Bob Anderson und der bereits angesprochene John Lowe bekamen und behielten bis heute ihren Legendenstatus, und jeder, der sich auch nur ein wenig mit Darts beschäftigt hat, wird einen dieser Namen bereits gehört haben. Aber jeder Hype ist temporär und endet, wenn man den Zuschauern und Fans nichts Neues bietet. Und die BDO war ein Musterbeispiel dafür, dass man stehen geblieben war. Innovationen waren nicht unbedingt die Stärke der BDO, und mit Ollie und Lorna Croft hatte man zwei Leute an der Spitze, die an Traditionen und Altbewährtem festhielten. Die Welt war im Wandel, während Darts immer noch in den späten 70er Jahren feststeckte. Auch die öffentliche Wahrnehmung der Menschen änderte sich und man beäugte die Darts-Szene immer kritischer, was den Lebensstil der Spieler anging. Es war einfach nicht mehr zeitgemäß, zum größten Teil übergewichtige Männer, die zwischen den Würfen an einer Zigarette zogen oder sich einen Schluck Bier genehmigten, zuzusehen. Die Berichterstattung thematisierte immer mehr den Lebensstil der Spieler statt den Dartsport an sich. Dieser Sketch aus dem Jahr 1980 verdeutlichte die Wahrnehmung der Menschen,
die sie von den Dartspielern hatten, deutlich und passte einfach nicht mehr in die späten 80er und frühen 90er Jahre, die davon geprägt waren, dass man ein bestimmtes Schönheitsideal hatte und man deutlich mehr auf seine Gesundheit achtete. Single Pint. Ironie des Schicksals nennt man es wohl, dass die Tatsache, dass Dart so erfolgreich wurde, weil es aus der Arbeiterklasse kam, dies aber auch gleichzeitig der größte Kritikpunkt der britischen Regenbogenpresse war. Vor allem die Manager der Dart-Superstars erkannten, dass das System BDO eingestaubt war und dringend reformiert werden musste, wenn man weiterhin Geld verdienen wollte. Doch der Abwärtstrend war nicht mehr aufzuhalten. Darts verschwand zunehmend aus dem TV und damit aus der öffentlichen Wahrnehmung. Anfang der 90er Jahre war lediglich die WM noch im Fernsehen zu sehen, da die TV-Anstalten besorgt waren, ob dieser Sport mit seinen Akteuren, die so viel mit ihren Fans gemeinsam hatten, wie kein anderer Sport weltweit, noch in die damalige Zeit passte. Die Welt war Hochglanz geworden, während Darts immer noch in den gleichen verrauchten und in die Jahre gekommenen Hallen stattfand. Die Topspieler und ihre Manager suchten einen Schuldigen für das Dilemma. Und schnell einigte man sich darauf, dass Ollie Croft dringend etwas unternehmen musste, um seine Organisation ins nächste Jahrzehnt und vielleicht sogar ins nächste Jahrtausend zu führen. Sie drängten ihn dazu, endlich etwas zu unternehmen, da ihre Einnahmen immer weiter sanken und Darts ein äußerst schlechtes Image bekam. Entweder konnte oder wollte Ollie Croft nichts ändern, aber es sollte nicht viel passieren. Und die Stars und vor allem deren Manager verloren die Geduld, da sie ihre Einnahmen und ihren Status davonschwimmen sahen. Die Crofts organisierten immer noch zahlreiche Turniere für County- und Amateurspieler, bei denen landesweit tausende Spieler hinter verschlossenen Türen ihrem Hobby nachgingen, Freundschaften pflegten und zufrieden waren mit dem Status quo. Wer außer den Crofts sollte auch Großartiges ändern, da die beiden die BDO quasi regierten und den größten Einfluss hatten? 8 Topspieler gingen Anfang der 90er Jahre in die Offensive und begannen unter dem Namen World Darts Council ihre eigenen Turniere und ihr eigenes Marketing auf die Beine zu stellen. Man hatte immer wieder auf die Crofts eingeredet, etwas für die Spitzenspieler zu tun, aber diese empfanden es eher als Beleidigung, dass man ihnen vorschreiben wollte, wie sie ihre Organisation zu führen hatten. Man darf nicht vergessen, Ollie Croft hatte alles im Alleingang aufgebaut und sich weit nach oben gearbeitet. Die WDC, das World Darts Council, war noch kein eigener Verband, eher ein Zusammenschluss von Akteuren mit speziellen Interessen. Trotz allem könnte man sie als Grundstein zur Gründung der späteren PDC bezeichnen. Alles begann mit einem top organisierten Turnier, das von einem lokalen TV-Sender übertragen wurde und von Anfang bis Ende von den WDC-Mitgliedern auf die Beine gestellt wurde. Croft war nicht gerade begeistert, da er in seiner Wahrnehmung die Alleinherrschaft über Darts in Großbritannien hatte. Das Fass zum Überlaufen brachte dann die darauffolgende BDO-WM, bei der die in Anführungszeichen Abtrünnigen das Logo der WDC auf ihren Shirts tragen wollten. Croft drohte jedem mit Ausschluss, sollte er es wagen. Dies war der Zeitpunkt, an dem zumindest die WDC-Spieler wussten, dass sich einiges ändern muss, wenn sie ihren Sport weiterhin professionell betreiben wollten. Als die WDC-Spieler weiterhin ihre eigenen Veranstaltungen organisierten und immer mehr Sponsoren und Unterstützer fanden, begann Ollie Crofts Rachefeldzug. Eric Bristow beschrieb Croft mal als sehr stolz und rachsüchtig. Dies sollte sich in den kommenden Jahren bewahrheiten. Als erstes sperrte er alle WDC-Spieler bei BDO-Veranstaltungen. Dies bedeutete für die Spieler, dass sie nicht wie gewohnt am Wochenende ihrem Beruf nachgehen konnten, sondern isoliert von der Dartswelt auf der britischen Insel waren. Für Croft war es nur eine Handvoll Spieler, die nicht mitmachten. Das Einzige, was den Spielern noch blieb, waren WDF-Veranstaltungen, die für sie noch offen waren, da es sich hier um den Weltverband dreht. Dartspieler aus den 90ern werden sich noch gut an diese Phase erinnern. Denn was für diese Top-Spieler lange Reisen zu internationalen Turnieren bedeutete, hieß zum Beispiel für Deutschland, man sah plötzlich Weltklasse-Spieler wie Bristow, Lowe, Deller in deutschen Hallen bei WDF-Turnieren auflaufen. Es wurden Kontakte geknüpft und auch die ersten Exhibitions mit diesen Stars wurden in Deutschland durchgeführt. Auch auf dem restlichen Globus spielten die WDC-Spieler nun notgedrungen Darts. Aber Ollie Crofts langer Arm reichte auch bis in die WDF und so drohte sich auch eine Sperre beim Weltverband an. In Las Vegas kam es dann zum Showdown und zu Gesprächen beider Parteien. Abermals Tommy Cox ergriff das Wort für die abtrünnigen Spieler. Die Gräben waren aber bereits zu tief und Ollie, als auch seine Frau Lorna, hatten nur noch Verachtung für die Meuterer übrig und wollten deren völlige Isolation vom Darts. Somit war es nur noch Formsache, dass sich die WDC-Spieler samt ihren Managern und Sponsoren dazu entschieden, einen eigenen Verband zu gründen, mit eigenen Major-Turnieren und einer Weltmeisterschaft. Leider war es damit noch nicht ganz getan, denn damit begann ein langer Streit vor Gericht, der beide Parteien viel Geld, Nerven und vor allem Freundschaften kostete. Selbst unter den WDC-Spielern gab es Zweifel, ob das alles richtig ist. Aber bis auf Mike Gregory, einen ehemaligen BDO-WM-Finalisten, war man entschlossen, das Ganze bis zum bitteren Ende durchzuziehen.
Für Tommy Cox, der aufgrund der hohen Gerichtskosten bereits sein Haus verpfändete, gab es sowieso kein Zurück und er wusste, dass man jetzt auch entschlossen sein muss. Seine Hartnäckigkeit und seinem eisernen Willen ist es wahrscheinlich zu verdanken, dass wir die PDC in der heutigen Form genießen dürfen. 1993 sollte die letzte Darts-WM sein, bei der alle Spieler noch vereint unter einem Verband spielten. John Low gewann damals als Sieger 30.000 Pfund und Vorjahressieger Taylor schied im Viertelfinale aus. 1994 war es dann soweit. Die erste WDC-Weltmeisterschaft wurde ausgetragen. 8 abtrünnige BDO-Stars waren allerdings auch der WDC für eine Weltmeisterschaft noch zu wenig. Und so wurde das Starterfeld um weitere 4 Spieler aufgefüllt, allesamt aus den USA. Erster WDC bzw. PDC-Weltmeister wurde Dennis Priestley, der damals Phil Taylor im Finale schlagen konnte und 16.000 Pfund Preisgeld mitnahm. Doch was war mit dem langen und für beide Seiten teuren Rechtsstreit geworden? Die Anwälte beider Seiten rieten ihren Klienten, sich zu einigen. Ollie Croft setzte durch, dass die neu gegründete Organisation die Bezeichnung World nicht in ihrem Namen tragen darf und hob im Gegenzug die Sperren für die Spieler auf, die jedoch einige Zeit später wieder in Kraft traten, nachdem die WDC sich in PDC umbenannt hatte und eine Vollzeit-Profitour wurde und damit eine vollwertige Konkurrenz zur BDO und WDF wurde. Es folgten die goldenen Jahre des Phil Taylor und der PDC, die sich inzwischen einen großen TV-Deal mit dem Pay-TV-Sender Sky Sports gesichert haben und mit Barry Hearn einen großen Sportmanager an Bord hatten, der bereits Snooker zu neuem Glanz im britischen TV verhalf. Ab 1993 gingen die zwei Verbände PDC und BDO zwei völlig getrennte Wege. Es gibt noch zahlreiche weitere Ereignisse, die die Gräben immer tiefer werden ließen und es ist unmöglich, die ganze Komplexität des Dartsplits detailgenau wiederzugeben. Was bleibt, sind die bis heute entstandenen Tatsachen. Während die PDC zu einem Multimillionen-Pfund-Unternehmen wuchs, versuchte sich die BDO ihre Tradition und Werte zu erhalten, um sich von den bösen kommerziellen Spielern der Gegenseite abzusetzen. Die PDC baute immer mehr Show in ihre Turniere ein. Feuerwerk, Konfetti, Walk-on-Girls, Glitzertrikots, Spieler, die mit Pferden in die Circus Tavern, dem traditionellen Spielort der PDC-WM, einliefen, waren zur Normalität geworden. Strikte Regeln für Überläufer wurden von der BDO erlassen und kein BDO-Spieler durfte an PDC-Events teilnehmen. Doch weder dies noch die Knebelverträge für BDO-WM-Teilnehmer konnten junge, talentierte Spieler davon abhalten, zur vermeintlich dunklen Seite des Darts zu wechseln. Fast alle Topspieler der PDC haben ihre Karriere auf BDO-Events begonnen und erlagen dann aber den hohen Preisgeldern und dem Ruhm, den man in der PDC ernten konnte. Nach 2,5 Jahrzehnten Split zwischen PDC und BDO ist der Gewinner klar definiert. Die PDC hat es geschafft, die Zeichen der Zeit zu erkennen, hat weltweit expandiert, ihr WM-Preisgeld zum Beispiel um das 25-fache erhöht und ein Ende des Trends ist nicht absehbar. Das Dilemma der BDO wurde vor allem bei der WM 2020 für alle sichtbar, bei der man nicht mal mehr in der Lage war, die versprochenen Preisgelder auszubezahlen. Auch wenn ich selber nie am System der BDO teilgenommen habe, hat dieser Verband trotz allem eine seltsame Anziehung auf mich. Die ersten großen Stars der Szene wurden dort geboren und deren Namen lassen heute noch Darts-Fans weltweit strahlen, wenn man über sie redet. Der PDC bin ich natürlich persönlich sehr dankbar, da ich heute nicht zu euch sprechen würde, wenn ich als kleiner Spieler aus der Provinz nicht die Chance gekriegt hätte, die große Bühne der Darts-Welt zu betreten. Beide Verbände haben bis heute ihre Daseinsberechtigung und gehören zum Darts-Alltag. Auch wenn man nur darüber diskutiert, was einem besser gefällt oder welchem Lager man sich eher verbunden fühlt. Mein Fazit dazu lautet: Schade, dass es so viel Streit in dieser Szene gab, die dafür bekannt ist, wunderbare Freundschaften entstehen zu lassen. Schlussendlich fragen wir uns doch alle nur das eine. Wer hat eigentlich die Idee gehabt, die 1 direkt neben die 20 zu setzen? My fingers stick, yeah. And then my dad said at 14, 14 and a half, I was, he said, you're ready. Obviously he's going to take me down the pub. He said, I don't want you playing like that down the pub. I said, what do you mean playing like that? Sticking your finger out. He's a bit worried about his son having his little finger out, you know what I mean? My mum quite likes it. It's like drinking a cup of tea, you know what I mean?